Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich stelle euch heute eine Barbie-Alternative vor und zwar die Steffi Love Winter Dream von Simba. Sie ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren und man sieht auch schon, sie hat so ein festliches weißes Kleid an, also fast eigentlich wie ein Ballkleid sogar. Alles so ziemlich winterlich gehalten, deswegen auch Winter Dream. Ich würde sagen, wir packen die einfach jetzt mal aus und schauen sie uns genauer an. So, jetzt haben wir die Steffi Love Winter Dream Puppe mal befreit und schauen sie uns genauer an. Ich habe jetzt mal im Vergleich eine Barbie-Puppe, nur um zu gucken, ob die ungefähr gleich groß sind. Also die Größe ist eigentlich ziemlich identisch. Die Hautfarbe oder der Teint ist ein bisschen anders. Barbie ist ein bisschen bräunlicher, wobei die Steffi Love Puppe so mehr ins Rosé geht. Lippenstift ist bei beiden rosa, Augen ist bei beiden blau, Haare sind blond. Das ist schon mal ziemlich ähnlich. Der Mund ist leicht geöffnet, man sieht die Zähne. Ansonsten von der Statur auch ziemlich gleich. Also kann man eigentlich gar nicht jetzt viel meckern. An den Ohren trägt sie so weiße Ohrstecker, eine Perlenkette. Sie hat eine Hochsteckfrisur, wobei was mir jetzt auffällt, ist, dass der Pony irgendwie einen anderen Blondton hat als der Stecker. Das ist irgendwie mehr so mittelblond und das ist so eher platinblond. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das jetzt eher so ein Produktionsfehler ist. Wenn man genau hinguckt, dann seht ihr das bestimmt auch. Hier um den Kragen oder um die Schultern trägt sie so eine Stola. Obenrum hat das Kleid so eine Art Corsage. Sie hat ja silberne Handschuhe, würde ich sagen, oder Armstulpen und trägt weiße Pumps, die allerdings immer wieder abfallen. Ich glaube, bei Barbie sind die Schuhe ein bisschen fester. Hier hat sie die jetzt schon mehrfach verloren. Ansonsten kann man die Knie nicht irgendwie beugen. Die Arme sind auch steif, aber sie kann sich hinsetzen. Und die Schuhe hat sie schon wieder verloren, also die mache ich jetzt mal ab. Die sind ein bisschen lose, das wäre auch eigentlich das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen zu bemängeln habe. Außer halt diese blonde Haarsträhne am Pony, die irgendwie heller ist als der Rest der Haare. Und bei der Barbie-Puppe gibt es eigentlich jetzt auch nichts zu sagen. Also die sind beide ziemlich ähnlich. Preislich nehmen die sich wahrscheinlich einiges. Barbie ist ja auch so seit Jahren schon etabliert. Simba macht jetzt auch so einen Barbie-Verschnitt. Mir hat die Puppe ganz gut gefallen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!